Freunde, ich begrüße euch recht herzlich. Glück auf und willkommen zurück zu Red Faction Guerilla, wo wir beim letzten Mal den Windpark auseinandergenommen haben und mit einer solchen Transportermission hier oben in das zweite Versteck hier in Dust vorgedrungen sind. Damit sind wir jetzt in den zweiten Teil von Dust hinübergesegelt. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir uns doch eigentlich mal die Mission hier anschauen, oder? Wir sind ja auf 100 Moral, was will man mehr? Da müssen wir jetzt nur schauen, dass wir irgendwo ein Fahrzeug herbekommen. Nehmen wir direkt das hier. Das hat auch schöne Bewaffnung. Oh, kannst du mal... Ja, das hast du jetzt davon. Weg. So, gut. Fahren wir mal zur Mission. Mal sehen, was wir da zu tun kriegen. 100 Moral haben wir, also Geld ist uns schon mal sicher. Oh. Das klingt doch lecker. Gib mir den Hammer. Hier zwiebel ich drauf und gönn mir Erze. So. Zurück ins Auto. Ob das Auto Automatik hat? Oh, da hinten ist noch irgendwo ein Gebäude. Ach, ich ahne warum. Das ist bestimmt eine Abrissmeister-Mission hier, hä? Da unten ist auch noch Erz. Müssen wir da mal hin? Ja, nice. Da bin ich doch jetzt mal gespannt. Die Missionen sind eigentlich auch immer ganz lustig. Manche sind zwar relativ schwierig, aber die meisten sind einfach nur cool. So, lass mich raus. Legen wir los. Wenn ein Gebäude außer Reichweite ist, musst du dir eben was einfallen lassen. Glück hilft auch. Oder ein Raketenwerfer. Raketenwerfer. Wir haben 9 Schuss und sollen das ganze Ding damit abreißen. Da wäre es schlau, nicht nur nach unten zu zielen, dass die Trümmer von oben noch ein bisschen mithelfen. So, mehr habe ich jetzt nicht. Aber das Gebäude ist auch schon instabil. Reicht das? Das reicht. Zack. Hat das genügt für Pro? Wir waren ja doch relativ zackig, ne? 17 Pro wäre 25 gewesen. Ja, nett. So schnell schlägt man mal eben eine Pro-Zeit nebenbei und verdient sich ein bisschen Barschrott dabei. Und wieder eine Guerilla-Aktion erfüllt. Das ist schön. Jetzt sagen wir noch dem Erz hier unten guten Tag. Oh, entschuldige bitte. Das war jetzt ein bisschen härter guten Tag gesagt, als ich wollte. Ich komme. Boah, hier gibt's Fetterz. Ich sag's euch. Das ist alles meine, dass wir uns hier nicht falsch verstehen. Ey, wo ist das hin? Das ist hier durchgerutscht, oder? Hab ich's doch gesammelt? Nee, da war's. Meine. So. Erz eliminiert. Barschrott gesammelt. Peter glücklich. Ey, das eine gilt aber noch nicht als kaputt hier. Was ist da los? Jetzt. Auch nicht schlecht. So. Vorsichtig. Nicht wieder runterfallen. Straßensperren halten mich nicht auf. Zack. Oh, noch mehr Erz. Truppen bereiten einen Angriff auf die Wohnanlage vor. Oh. Wir können sie zurückhalten, aber wir brauchen Hilfe. Viel Hilfe. Ich bin unterwegs. Hier, Mason. Haltet durch. Jetzt komm schon, lass mich hier hoch, Mensch. Ich hab doch zu tun. Jetzt haben wir's. Wie, war nur der eine hier? Ich dachte, es wären wenigstens zwei. Gut, okay. Die Mission muss erstmal warten. Es kommt zu einer fetten Schlacht. Wir müssen helfen. Die IDF will Ärger machen. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen unseren Leuten helfen. Das ist der Schlüssel zum Sieg. Aus dem Weg. Wie ich den in die Ecke geflankt habe. Ist das geil. Ah, oh, entschuldige bitte, das habe ich jetzt nicht gewollt. Du bist mir aber auch blöde reingerannt, du Dussel.
Okay, was gibt's hier zu tun? Wer gegen wen und wie oft? Peter ist da. Oh, das sieht aber böse aus hier. Wir müssen den Wohnkomplex hier quasi verteidigen, sagst du? Oh, ich sehe auch schon, wogegen. Da hinten rennt schon IDF rum. Okay, ich wechsle mal die Position. Die kommen mit dem verdammten Panzer? Das war mal ein verdammter Panzer, das sage ich euch. Das soll doch wohl keine Flucht werden. Nee, hast ja recht, ich komme ja schon. Habt ihr irgendwo was, womit ich ballern kann? Ich bräuchte irgendwas Geschützmäßiges. Weil ich habe nicht so sehr viel Munitionszeug parat, wisst ihr? Da kommen noch mehr. Da oben steht irgendwas, da will ich hin. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Hier ist weg. Nein, ich wollte das nicht kaputt machen. Natürlich kann man von hier wunderbar sehen, was Sache ist. Nein, ich wollte noch in Deckung gehen. Aber da war es leider schon zu spät. Das will ich bitte nochmal versuchen. Das habe ich gar nicht gewusst, was hier abgeht. Dass da so viel IDF jetzt rankütt. Das war fies. Diese Scheißkerle geben nicht nach. Die IDF-Truppen machen sich gerade bereit, die Wohnanlage nördlich vom Chemiedepot zu überfallen. Nee, gibt's nicht. Ich komme. Oh, hier steht überall so viel Erz rum. Da freut sich mein Herz. Aber vorher müssen wir uns nochmal um die Wohnanlage hier kümmern. Ich würde hier gerne erstmal noch ein bisschen... Todeskreis ziehen wollen. Kann losgehen. Wenn die kommen, gibt's Haue. Jetzt schnell, bevor sich das einer krallt. Geh weg, geh weg, geh weg. Das ist meine. So läuft das nämlich hier. Wollen wir mal hier ein bisschen das Gebäude-Action wegmachen. Das nervt ein bisschen. Danke! Herrlich! Der elende Panzer da oben war das bestimmt, hä? Rückzug, nachladen. Ist alles mein Barschrott. Soll ich reichen? Lauf, 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 lauf. Zack, Blutbad. Moins, moins, moins. Stopp, wir sind noch nicht fertig. Ja, ich weiß, aber ich wollte den Barschrott. Es tut mir doch leid. Was machen die denn da hinten? Hey, verdammt nochmal, komm sofort zurück! Bin wieder da, alles gut. Wie viele sind denn da drinne? Geh da mal runter.
Ja, was soll ich denn machen? Ich habe keine Waffe. Oh. Ich muss mir mal ein Sturmgewehr gönnen hier. Anders geht das nicht. Ich hab so Angst. Schick die weg. Okay, los geht's. Song. Wohnanlage verteidigt. So muss das sein. Oh, die IDF-Fahrzeuge, die sind immer cool. Oh, herrliche Fahrzeuge sind das. Sehr schön. So, wir sammeln hier gerade mal ein bisschen Munition für das Sturmgewehr. Wir sind auch randvoll, das ist gut. Da können wir uns jetzt, wenn wir schon mal hier sind, ja ein bisschen darum kümmern, den Barschrott noch zu sammeln und die Minenerze abzubauen. Immer her damit. Wir brauchen jeden Brocken. Wo ist denn das andere Stück jetzt hingeflogen? Habe ich das mit gesammelt? Das ist doch so nach oben geflattert. Sieht aber fast so aus, weil es liegt hier nirgends sonst. Hinten sind auch noch Erze. Kann ich mir da nicht hier so ein Abbaufahrzeug gönnen? Oh, hier sind überall noch Erze. En masse, sag ich dir. En Mars sind die. Oh. Das eine habe ich aber nicht ganz erwischt, wie ich wollte. Da fahre ich nochmal ein Stück zurück. Netz. Natürlich habe ich dabei wieder mal ein Fahrzeug geschrottet. Kann ich das umdrehen? Hey, cool. Ich bin so stark, das glaubt ihr gar nicht. IDF, ich bin weg. Die IDF will eine Wohnanlage beim Chemiedepot überfallen. Hä, schon wieder eine Wohnanlage? Wieso denn die schon wieder? Was? Ich bin so gut wie da, aber wir haben die Mission doch eben erledigt. Oder gibt es die zweimal? Auf jeden Fall müssen wir nochmal ran. Da beißt die Maus jetzt kein... Oh, kein Faden ab. Sag Masako, sie sollen meinen Gehaltscheck an meinen Bruder Dennis in Tampa schicken. Die Adresse steht auf meinem Gewehr. Und der alte Mistkerl soll Bobby die Hälfte abdrücken. Ja, alles klar. Wenn du das sagst, wird das stimmen. Verdammt, die IDF lässt nicht locker. Jetzt marschieren die schon wieder gegen diesen Park. Das kann doch gar nicht sein. Was denken die, wer die sind? Sich derart zu benehmen. Husch. Hey, bleib hier. Vor allem wird das diesmal ein richtiges Massaker, weil ich kaum noch ordentliches Feuerwerk dabei habe. Ach, wenn ich schon mal hier bin. Ist rot markiert, gehört die IDF. So, und jetzt ab dafür, wir müssen zum Wohnpark. Wenigstens haben wir noch ein bisschen fürs Gewehr. Oh, wir könnten uns ja rein theoretisch eins von den ihren Dingern schnappen, stimmt? Sofort zurückkommen. Ich bin noch da, oder nicht? Okay, gib mir das. Wer will Ärger? Ich bin bereit.
Ihr habt uns ein bisschen Hardware geschenkt, also bitte wundert euch nicht, dass ich sie gegen euch einsetze. Ihr EDF-Gesindel. Da freut sich das Herz, Freunde. Will sonst noch einer? Ich habe schon wieder eine 16er-Kombi eiskalt. Blutbad beendet. Plus 16 Moral. Ja, ja, die EDF. Hätte ich nicht so Angst, würde ich mal schnell das Fahrzeug wechseln. Ich hab nun mal Angst, genau wegen sowas. Keiner von euch kommt hier lebendig lang. Das war doch mal eine Blutbad-Aktion, sage ich euch. Herrlich. Den haben wir es richtig gegeben. Erstmal sehen, wie wir hier rauskommen mit dem coolen Fahrzeug. Ziege, Zacke. Jetzt muss ich vor allem auch mal gucken, wo ich hier bin. Gibt es hier noch Erze? Erze ohne Scherze. Da hinten ist noch Erz. Da war ja auch... Stimmt, stimmt. Da sind Erze und auch noch das kleine Schild. Das mich ein bisschen genervt hat. Na komm, Vorwärtsgang. Und jetzt noch ein bisschen Propaganda weg. Zicke, Zange. Und jetzt fahren wir mal ein paar Meter schon, weil wir sind ja jetzt sowieso im gelben Bereich. Da können wir auch gleich gucken, ob hier noch irgendwo Erze in der Nähe sind. Weil wir sind ja hier nach wie vor in dem Teil unterwegs, wo wir jetzt noch nicht so oft waren. Und da sind wir tatsächlich schon wieder die Verfolger los. Das ging ja zackig. Ach na eben, wir sind ja hier schon wieder bei unserem Versteck auch. Habe ich gar nicht mitbekommen. Da waren wir ja jetzt richtig zackig unterwegs. Von hier hinten komme. Hier müssen wir noch. Wir müssen noch so viel erkunden hier in Dust. Meine Herren. Und jedes Mal, wenn wir nämlich Missionen erledigen, kriegen wir ja auch nochmal ein bisschen Guerilla-Zeug mit dazu. Zerstörungsziel, hohe Wichtigkeit. Hohe Wichtigkeit. Wichtig, 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 wichtig. Das Rathaus. Da hätte man ja notfalls auch immer noch hier unten die kleine Powerbombe dabei. Die Frage ist, ich glaube nicht, dass wir bis zu den Gebäuden vorkommen. Soweit ich weiß, ist da alles randvoll mit Straßensperren und übelsten Geschützen. Wo bin ich jetzt überhaupt? Hier. Fahren wir dann in die Richtung. Ich hole mir nur vorher noch ein bisschen Munition, weil ich jetzt nicht genau weiß, was für eine Mission kommt. Also erstmal zurück ins Lager, Munition gammeln. Und dann sehen wir weiter. Ey, wer läuft denn da rum? Den kenne ich. Ich wusste gar nicht, dass der hier rumläuft. Hi, grüß dich. Offiziell kennen wir den noch gar nicht. Der gehört zu den Missionen mit der Pistole dran. Das ist nämlich der irre Jenkins. Der ist richtig cool drauf. Den liebe ich. Hallo. So, du stehst schon wieder sehr günstig. Wenn ihr nicht wollt, dass ich euch anfahre, dann stellt euch doch halt nicht immer vor die Garage, meine Güte. Wie kleine Kinder, sage ich euch, wie kleine Kinder. Oh, 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 oh.
So, schön vorsichtig und irgendwo hier muss jetzt angeblich die Mission sein. Genau, hier drüben. Das sieht sehr missionsmäßig aus. Das ist doch schön, dann können wir nämlich hier für heute Schluss machen und beim nächsten Mal geht's dann lockerflockig los mit dieser Mission hier. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß und einen schönen Tag. Macht es gut!